Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es geht los und ihr seht schon anhand den Scheiben hier, es ist rundherum alles beschlagen. Draußen stürmt Orkantief Woltern oder Zoltern. Auf jeden Fall ein böses Monster. Wir haben uns auf jeden Fall das perfekte Wetter ausgesucht zum Reisen. Genau, aber hilft nichts. Wir haben jetzt sage und schreibe 7 Stunden Autofahrt vor uns. Jawohl. Und das wird richtig interessant werden. Und du darfst auch. So ist der Plan, dass ich nämlich jetzt auch fahre, weil bei 7 Stunden bei dem Wetter, das wäre zu viel. So richtig los geht's aber wann? Nach dem Intro. Ja, genau. Ich wollte schon wieder Tschüss sagen. Gut, alles klar. Ein paar Kilometer hat der Stefan jetzt gemacht schon. Ja, ich glaube, das waren jetzt 4 Stunden. Ne? 4 Stunden und weit über, ja doch, man kann schon sagen 400 Kilometer. Wir mussten den Umweg fahren, über Bremen fast, kann man sagen. Wir sind gerade in Dänemark durch die Grenze durch. Wir haben den nächsten Rastplatz genommen und haben jetzt Fahrerwechsel gemacht. Genau, sozusagen. Jetzt ist Fahrerwechsel. Mhm. Für euch draußen sind Windböen bis zu 130 Stundenkilometer. Ja, merkt man auch. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber ich kann dir sagen, er läuft ganz gut auf der Straße. Also hätten wir noch 5,5 Bar, würdest du nicht, also würdest du die gesamte Autobahn brauchen, definitiv. Ja, wer weiß, was ich jetzt brauche, ne? Das werden wir mal sehen, mal gucken. Das werden wir jetzt sehen. Ja, wir haben jetzt noch knapp 3 Stunden und noch fährt die Fähre. Noch ist sie nicht im Plan. Und ihr merkt es schon vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das hört, das werden wir dann mitkriegen, auf jeden Fall hammermäßig, was hier für ein Sturm ist. Ja, der Wagen, das merkst du auch, der bewegt sich richtig schön. Das ist richtig, Hammer. So, dann würde ich sagen, nächstes Mal, dass wir uns melden, wird dann kurz vor Hörtheit sein. Ja, würde ich auch sagen. Dann werde ich mal hier losstarten. Attacke. Schluss für heute. Reicht, ne? 23.40 Uhr und jetzt wollte ich eigentlich gucken, wann wir eigentlich losgestartet sind. Oder kann man, das nochmal erzählen? Ja, das war um 15.40 Uhr circa. 15.30 Uhr. Wir haben ein Video gemacht, deshalb kann man das sehr gut. Also echt eine sehr, sehr lange Tour und für euch, auch wenn ihr vielleicht das eklig findet, wenn ich das jetzt so sage, aber ich kann echt stolz auf diesen Mann sein. Also das ist mein Superman, weil er hat die über 720 Kilometer so gut wie alleine gefahren. Mhm. Weil das, was ihr gerade gesehen habt, eben gerade, ja, 40 Kilometer, dann musste ich aufhören. Das ist, also ist mir egal, ob ich hier als Mimimi bezeichnet werde oder sonst wie, geht mir am Arsch vorbei. Aber es ging einfach nicht. Also das. Naja, das ist halt eine rollende Schrankwand, ne? Die fährt halt nicht, nicht gut bei Wind, das ist einfach so. Deshalb absoluten Respekt. Kein Sportwagen. Vor Stefan, was er hier geleistet hat. Trotzdem, jetzt bin ich aber auch kaputt und jetzt will ich bald schlafen gehen. Das ist ja jetzt auch der Plan. Ist wie gesagt, ja auch schon fast Mitternacht. Wir sind ca. 40 Kilometer vor Hürtheiz entfernt. Ja. Stand heute fährt die Fähre morgen um 12.15 Uhr. Wir werden gucken, wir werden uns auf jeden Fall einen Wecker stellen. Ja. Damit wir relativ früh da sind, aufwachen. Mhm. Damit wir einfach gucken. Lieber mal aufs Handy gucken, fährt die Fähre, sich nochmal umdrehen kann man ja. Genau, so sehe ich das auch. So, und dann gucken wir mal, ob wir jetzt schön ins Bettchen im Schlaf reingeschaukelt werden. Windig ist es immer noch, ja. Auf jeden Fall. Guten Morgen. Ah, das können wir noch. Genau. Obwohl dieser Mann sehr schlecht geschlafen hat. Ja, also es liegt jetzt nicht am Wind oder so. Es ist einfach so, weiß ich auch nicht. Bin gestern nicht so, also bin doch gestern eingeschlafen, aber dann irgendwie in der Nacht so ein bisschen dachte, oh, jetzt ist schon bald Morgen irgendwie, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. So Richtung Fähre, oh, geht jetzt gleich los, wir müssen bald aufstehen. Und ich habe geschlafen wie ein Baby. Ja, ist aber alles kein Problem. Um 8 Uhr hat uns die Heizung geweckt, also alles gut, hat ja, gut geklappt. Wir brauchen keinen Wecker, wir haben eine Heizung, die stellen wir einfach ein. Ja. Ihr seht, Sonne ist da. Ja, richtig Sonnenschein, wie konnte das passieren? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es heute so bleibt, das wird noch bedecken. Aber Fähre fährt, das ist der Stand.
Ja, lasst uns natürlich überraschen. Wir fahren jetzt zu einem Rema 1000. Wir wollen das Norwegen-Feeling schon so langsam angewöhnen. Ja. In 2 Stunden, 15 Minuten fährt unsere Fähre. Wir haben eine halbe Stunde ungefähr, bis wir in Hürtheit sind. Der Stellplatz, den uns unsere liebe Freunde Andrea und Britta vorgeschlagen haben, richtig cool. Wir stehen hier in irgendeinem Städtchen mit Fähr- und Entsorgung. Das haben wir nicht auch jetzt gerade noch gemacht. Auf einem riesen Parkplatz, also alles gut. Und also, alles kostenlos. Alles und kostenlos. Wasser. Und jo. Richtig. Toll. So, wir wollen hier weiter viel labern. Das nächste, was ihr eigentlich sehen solltet, ist die Auffahrt auf die Fähre. Geht das jetzt besser mit Ton, ne? Ja. So, wir sind jetzt auf der Fähre aufgekommen und wir zeigen euch jetzt mal ein Bild, wie die Fähre hier reingekommen ist. Spannend. Ja, war das eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, da kann man manch Menschen an der Reling kotzen sehen. Genau, ich glaube, das wird vielleicht dem einen oder anderen hier auch passieren, so wollte ich sagen. Hinter uns sehen wir die Wellen, können wir auch gleich nochmal einblenden. Ich mache mal gleich noch so eine Aufnahme. Ja. Jo, geht schon ab hier. Und dann sollen wir... Also wenn sie wirklich pünktlich ist, in 2 Minuten sollte sie fahren. Ja, es vibriert, fährt auch schon, glaube ich. Wollen wir mal gucken. 15:30 Uhr, dann sollen wir in Norwegen sein. Und dann zeigen wir euch schöne Bilder aus Norwegen. So, dann werden wir mal ein bisschen Schiff erkunden und laufen hier einfach mal so schön umher. Nicht, dass es ein bisschen wackelig wäre, aber naja, man kann ja ein bisschen Sport treiben. Für euch, wir sind hier auf Deck 8 bei diesem Blue Fins, soll das wohl sein. Daneben ist die Business Class, haben wir diesmal nicht genommen, weil brauchen wir nicht, aber die Voyager Class hätte 10 Euro gekostet, haben wir so nicht gesehen. Wir wollen jetzt zum Tax-Free-Markt. Dazu müssen wir einmal runter. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Schiffstester Matthias Mohr. Aber der läuft nicht so verquer drüber, so wie ich. Ja, da könnte man theoretisch raus. Da will ich auf keinen Fall raus. Da wird mir ja gleich wieder übel. Dementsprechend laufen wir jetzt einfach hier lang. Schöne Aussicht. Ich versuche das mal. Vielleicht kriegen wir das ein bisschen hin. Da seht ihr, die Sonne scheint. Also in der Richtung ist schönes Wetter. Hoffen wir mal, dass auch in, wie nennt sich das, Norwegen auch schönes Wetter ist. Sonst gibt es Casino etc. Das befindet sich auf dieser Seite. Auch wieder immer gut besucht. Restaurant gibt es hier und. Und wenn man will, kann man rausgehen. Ich laufe jetzt zu diesem komischen Textilmarkt, auf den ich den hoffentlich finde. Und dann würde ich sagen, zeige ich da noch ein paar Bilder von.
So, ich bin irgendwie wieder fündig geworden. Ich musste wieder einkaufen. Die wunderbaren Billa gibt es nämlich bei uns und in Dänemark nicht. Hinter mir noch ein Restaurant. Und hier laufe ich jetzt irgendwie durch das komische Café, wo es auch was zum Futtern gibt. Aber wie gesagt, ich musste unbedingt mir es besorgen. Jetzt muss ich mal gucken, was kostet denn das vom Preis her? 179 norwegische Kronen ungefähr sind das 17 Euro. Ja, es könnte billiger sein, aber mein Gott, man ist ja nur einmal auf so einer Fähre, ne? Ja, wir haben uns dann mal in den Windschatten verzogen. Genau, damit wir wenigstens jetzt noch ein bisschen Tonaufnahme hinbekommen. Richtig. Wir sind also nach draußen gegangen und wir werden euch gleich richtig coole Bilder zeigen. Denn die Sonne, die lacht da richtig cool. Versucht das mal, dass ihr das schon mal seht. Das ist einfach herrlich. Wirklich, es ist zwar super windig, aber es ist total schön, wirklich. Genau, und also wir haben so viel gesoffen. Liebe Grüße an Marco und Nick. Das war kein Heidegeist, das war einfach nur Seeluft. Ja, das stimmt. Naja, ich muss ja auch die Kamera mit beiden Händen halten, weil ansonsten hält es ja nicht die, glaube ich, hier weg. Also ich bin echt auch gespannt. Ja. Ich schneide ja das auch noch heute. Spaß. Also das Video wird wirklich an dem Tag, wo wir jetzt rübersetzen, schneide ich das Video noch. Da bin ich echt gespannt, was das wird. So, und jetzt werden wir euch noch ein paar Bilder irgendwie so zeigen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das ist das Gute, wenn man eine Außenbeleuchtung am Van hat, dann kann man die nutzen, damit ihr ein bisschen was habt. Ich weiß gar nicht, ich gehe mal zur Seite. Ja, man kann sehen, es ist Schnee. Schnee haben wir. Ja, mit diesen Szenen wollen wir uns nämlich schon jetzt verabschieden. Ihr habt eine tolle Ausfahrt aus Kristiansand.
Aber bevor wir damit nicht loslegen, noch kurz was gesagt. Wir haben tatsächlich Repower Diesel hier getankt. Ja, genau. Das heißt hier irgendwas mit einem... Bla, Repower Diesel. Auf jeden Fall 10, der kostet nur 10 Cent mehr als der normale Diesel und der ist hier teurer. Also 2,10 Euro kostet gerade hier der Diesel. In Dänemark 1,67. Naja, es ist halt klar, Norwegen ist ein bisschen teurer, aber alles gut, kein Problem. Und wir haben dann natürlich auch das Teurere getankt, weil da haben wir gesagt, na, die sind 10 Cent. Ja, die sind, machen es dann wirklich nicht mehr. Den Covet, den Repower Deal geht natürlich dort nicht. Sonst auch das Bezahlen über die App geht hier auch nicht. In Österreich, kleiner Tipp übrigens, ja, aber hier nicht. Man kann ja nicht alles haben. Aber sonst wirklich schön hier. Wir stehen hier halt am Ortsrand. Ja, ich wollte halt sagen, ich zeig mal, da ist unser Auto. Da steht Buggy. Und das hier, was ihr da seht, ne, das da, diese Lichtleuchte, die macht uns gerade hell. Aber genau. Gerade nicht, weil du, Depp, du drehst dich ja gerade. Ja, wir können ja mal einfach mal so ein bisschen, dass man mal im Hintergrund mal was sieht. Ja, da sieht man aber trotzdem nicht viel. Naja, vielleicht ein bisschen wenigstens. Auf jeden Fall für euch, es war nur die Anreise, es war wirklich sehr, sehr spannend, weil wir nicht wussten, fährt die Fähre, wie fährt die Fähre, machen wir, was ihr wir nicht gezeigt haben, wir hatten einen Massencrash. Ja, genau. Aber im Auto. Im Auto, weil meine ganzen Gummibärchen, die wie kleine Autos aussehen, einfach plump runtergefallen sind. Das kommt davon. Und andere würden das als Thumbnail machen. Massencrash. Bei uns gibt es sowas nicht. Nee, wir haben was ganz anderes gemacht. Irgendwas mit, ja, es war, okay, dieser Orkan war ja da. Ich wollte gerade sagen, also, ne? Und wenn alles gut geht, der nächste Teil wird mit einer geilen Aufnahme beginnen. Das wissen wir aber noch nicht. Und sonst bleibt auf jeden Fall dran. Wir feiern Weihnachten hier im Schnee, hier in Norwegen. Wird was ganz Besonderes werden. Und es lohnt sich bestimmt. Egal, wo es uns hintreibt. Aber wir werden ja hier in Norwegen sein. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.